Moin zusammen meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, einige von euch werden das in den Kommentaren schon mitgekommen haben. Da habe ich nämlich darauf geantwortet, warum fehlt denn das ein oder andere Video in deiner Playlist über den Hausbau? Ihr wisst ja, ich verfolge ja seit dem Beginn meinen Hausbau und der läuft ja relativ beschwerlich. Sagen wir es mal ganz nett. Aktuelle Videos dazu einfach mal angucken. Und dann sehen wir hier, dass ich das Ganze so als Blog aufgenommen habe. Und meine Intention, meine Idee war ja eigentlich, dass ich dem einen oder anderen einen Tipp geben kann, worauf sollte man achten, wie kann das ganz gut laufen. Natürlich werden auch kleinere oder auch größere Probleme auftreten. Mit der Einstellung bin ich ja schon an das Thema rangegangen. Gar keine Frage, nicht blauäugig. Nochmal der Hinweis: Ich habe einen Generalunternehmer beauftragt. Ich habe keinerlei Einfluss darauf, welches Unternehmen er wiederum beauftragt. Und er ist nun mal hingegangen und hat halt diese Firma beauftragt, die wiederum den Rohbau ja, aktuell versucht zu machen, sagen wir es mal so. Und so leid es mir tut, das, was dort gemacht wird, hat nichts mit qualitativ guter Arbeit zu tun. Und klar, ich stelle mich wieder hin und setze mich hier hin und mache dieses Video. Warum tue ich das? Weil mir die Hände gebunden sind. Mein Anwalt sagt, und das habe ich auch von einem anderen Anwalt überprüfen lassen, sofern der Mangel nicht komplett ja vollzogen ist, habe ich keine Handhabe oder Ähnliches. Da brauchst du nicht beim Gericht ankommen. Die werden dich auslachen, wegschicken und du sollst erst dann hinkommen, wenn das Projekt beendet ist quasi. Das bedeutet nämlich zum Beispiel der Überzug bei mir hat ja große Probleme und dieser Überzug, wenn die ich jetzt quasi klagen würde, könnte nämlich der Beklagte, quasi der Generalunternehmer von mich, was der dann wiederum mit der ausführenden Baufirma, der Eurobaufirma gerade macht, das interessiert mich nicht. Ich habe nur einen einzigen Ansprechpartner, einen Vertragspartner. Und wenn der wiederum die Klage verneinen würde, also dagegen angehen würde, würde er dann fast sagen: Nee, nee, das machen wir ja noch. Und das ist ja das Irrationale daran, dass das Gesetz sogar davon ausgeht, ja klar, auch wenn ein Dach drauf kommt oder ähnliches, erst wenn es komplett vollzogen ist, dann habe ich die Möglichkeit dagegen vorzugehen. Absoluter Schwachsinn, wie ich persönlich finde. Nichtsdestotrotz zurückzukommen auf der Situation, warum jetzt die Videos weg sind, wie gerade eben angeteasert. Ihr seht dass das, dass hier beispielsweise fehlen, muss noch mal reingucken, das Video, ne, sind ja hier fortlaufend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Video 13 müsste fehlen, Video 17, Video 19, ich glaube, das waren's, drei Videos. Warum sind diese drei Videos raus? Mein Vater bekam einen Anruf von diesem Rohbauunternehmen und äh, bekam mitgeteilt, ja, äh, die Videos sollten bitte gelöscht werden, wo mit Mitarbeiter zu sehen werden. Sag ich, okay, klar, sagte mein Vater mir dann, klar nehme ich raus, zensieren, das ist sehr aufwendig, habe ich auch nicht die Mühe für mich dahin zu setzen. Ich kann gucken, ich habe sie bei mir persönlich auf der Festplatte gesichert und kann natürlich hingehen und die noch zensieren und dann nochmal neu hochladen. Sieht aber auch unschön aus, weil seit dem ersten Video, wo die Bauarbeiter da waren, habe ich ein gutes Verhältnis mit denen gehabt. Wir haben Essen und Trinken immer wieder vorbeigebracht, was man halt so macht, wenn man ein guter Bauherr ist. So nehme ich das einfach für mich persönlich in Anspruch. Es hat nie einer von den Bauarbeitern mit mir irgendwie gesprochen und gesagt, ja, was, warum nimmst du das auf? Jetzt, äh, nee, das möchte ich nicht oder ähnliches. Von daher habe ich das als stillschweigende Bestätigung einfach gesehen, könnte ich auch veröffentlichen. Okay, lag ich falsch, keine Frage. Ich mache seit sieben, acht Jahren YouTube. Mein Fehler. Will ich gar nicht drum herum reden, war einfach mein Fehler, die zu veröffentlichen. Filmen kann man alles, veröffentlichen ist natürlich nochmal eine andere Sache, keine Frage. In jedem der anderen Videos. Bin nur ich zu sehen? Vielleicht mein Vater im Hintergrund oder ja, sonst eigentlich niemand. Ich bin da ja meist alleine auf der Baustelle, um auch die Jungs bei der Arbeit gar nicht erst zu stören. Dann bekomme ich aber, das war einmal Freitag, als mein Vater den Anruf bekommen hat. Ich bin direkt Freitags hingegangen, habe diese Videos offline genommen und bekam ich am Montag einen Anruf von dem rohbauunternehmer und bekomme gesagt, warum die Videos noch nicht gelöscht werden soll? Warum sollte ich die denn löschen? Ich habe die Videos gelöscht, wo die Mitarbeiter zu sehen sind. Ja, wir möchten, dass alle Videos gelöscht werden. Und dann sagt er erstmal Nein. Warum sollte ich das tun? Ich wüsste keinen Grund dafür. Naja, sowas haben wir bei über 20 Jahren, die wir arbeiten und so weiter, noch nie erlebt. Ich, jo, ich bezweifle auch, dass ein anderer Bauherr schon mal so schlechte, qualitativ schlechte Arbeit gesehen hat in ihren 20 Jahren. Es gab ein Hin und Her. Und ich habe da gesagt, die Diskussion brauchen wir jetzt hier wirklich nicht führen, dass. Zahlreiche Sachen, die dort gelaufen sind, nicht korrekt abgelaufen sind, bestätigt mein Gutachter, bestätigt die Firma Schöck beispielsweise, dass die Easy-Körbe falsch eingebaut werden. Und es war auf dem Weg, dahin in ein Palaver zu enden. Und ich sagte, nein, also nochmal, ich werde diese Videos nicht rausnehmen, ich wüsste nicht warum. Wenn sie doch gute Arbeit machen, seien sie doch froh. Und das war ja auch eine Intention, die ich hatte bei diesem ganzen Projekt, dass man die eine oder andere Firma gut vorstellen kann, dass einer von euch vielleicht sagt: Ach ja, die sind ja gar nicht mal so weit von mir entfernt. Entfernt. So ein Fliesenleger, ja, habe ich auch mal Bock drauf, mache ich mal mit Fliesen im Bad neu oder ähnliches. Bis ja einfach wie sowas. Oder man einen Trick sehen, der macht das jetzt so und so und dann kann man sich was abgucken. Kostenfreie Werbung. Kostenfreie Werbung in diesem Kanal mit über 10.000 Abonnenten mittlerweile. Und natürlich, wenn man schlechte Arbeit leistet, ist es eine schlechte Werbung. Und ich bin so fair diesem Rohbauerunternehmen gegenüber und habe nicht einmal die Firma genannt. Theoretisch hätte ich es schon lange machen müssen, damit andere davor geschützt werden, nicht so einen Rohbau zu erleben, wie wir ihn haben. Das ist doch die Realität. Als ich es dann wiederholte, dass ich die Videos auf keinen Fall offline nehmen würde, dass ich da keinen Grund für sehe, wurde mir dann auch noch mit dem Anwalt gedroht. Ja, und dann können wir uns zum Anwalt gehen. Ich ja, könnte sie ganz gerne machen. Ich wüsste nicht, warum ich die löschen sollte. Und wisst ihr, das Traurige ist doch diese gesamte Situation, dass mir jetzt am Telefon mit dem Anwalt gedroht wird. Warum denn? Weil man Angst hat, dass man keine Aufträge mehr bekommt? Vielleicht nachvollziehbarerweise, weil man eine schlechte Leistung erbracht hat. Und nochmal, dafür müssen andere Leute meiner Meinung nach geschützt werden. Und klar, werden jetzt einige in den Kommentaren wieder schreiben, ja Olli, aber so ein Video wie jetzt, das ist bestimmt nicht produktiv und da werden die jetzt nicht lieber arbeiten gehen. Ja, sorry Leute. Ohne meine Videos war die Arbeit schlecht. Mit meinen Videos ist die Arbeit schlecht. Im Gegenteil, mit den Videos fallen euch wiederum die Fehler auf, genauso wie auch meinem Gutachter, der dann darauf hinweist, ob sie es dann repariert bekommen oder nicht. Das steht natürlich auf einem ganz anderen Papier. Aber es ist und bleibt einfach sehr bescheiden, wie die ganze Situation abläuft. Und ich kann und werde das Ganze so auch nicht mehr weitermachen. Das funktioniert einfach nicht. Es hat sich jetzt seit Wochen auch nichts mehr getan. Über die Weihnachtszeit, okay, das kann man natürlich verstehen. Da war auch ziemlich Frost, das habt ihr auch im letzten Video gesehen. Ich bin auch noch hingegangen, hab ein bisschen den Schnee rausgeschüppt, so nach dem Motto. Habt ihr, äh, nee, habe ich nicht im Video gezeigt, habt ihr aber auch in den Kommentaren geschrieben, so ist es richtig. Und ich finde es auch so schade, dass zahlreiche von euch dann so Vorwürfe machen: Ja, Olli, du bist ja dafür zuständig, das abzudecken, schweg mal da den Schnee raus ein Sorry Leute, ich bezahle verdammt viel Geld für dieses Objekt. Ich erwarte, nach DIN gebaut, weil ich danach auch bezahlen soll. Aber auf der anderen Seite wird richtig qualitativ schlechte Arbeit abgeleistet abgeliefert und ich soll trotz dessen einen hohen Preis bezahlen. Und ich soll auch noch in meiner Freizeit hingehen, und selber Hand anlegen etc was mein Vater mit seinen stolzen 70 Jahren gemacht hat beispielsweise die Abdeckung dass die Steine nicht zu nass werden was nebenbei gesagt gar nicht funktioniert hätte man sich an den Zeitplan gehalten würden wir gar nicht in dieser Situation sein ich kann ja gerade noch mal in den Plan reingucken, wo wir aktuell stehen würden ja, Leute hier ja, Anfang Januar erste Januarwoche wo ich das Video jetzt gerade aufnehme wären wir tatsächlich bei Elektro Sanitär Trockenbau. Davon sind wir sowas von weit weg. Das kannst du nicht vorstellen. Wir haben ja nicht mal das Dach drauf. Wisst ihr? Das war ja mein Wunsch, dass vor diesem Einbruch des Wetters hoffentlich das Dach drauf kommt und die Fenster. Es war ja alles so getimt, dass es hätte passen können. Was ist jetzt die Situation? Die Ütungssteine, wir gehen demnächst mal wieder auf die Baustelle, gucken uns das Unheil, das Elend an, so ist es richtig gesagt. Die Steine sind komplett durchfeuchtet. Selbst im Untergeschoss, also im Erdgeschoss, sind die Steine komplett durchfeuchtet. Man sieht es richtig ich blende euch hier an der Stelle auch mal ein oder anderes Bild ein, wie es aktuell aussieht. Du kannst es dir nicht mehr vorstellen, was da los ist, Leute. Das sind alles Kosten und Probleme, die dann auf mich zukommen. Was ich aber garantiert nicht selber bezahlen werde, dafür sorge ich. Da bin ich mir aber ganz klar. Dementsprechend, neuen Freunde, schreibt mal rein, was ihr davon haltet mit Anwaltdrohen und solche Aktionen. Sorry, aber nein, weil wisst ihr, ich bin wirklich jemand. Das kann ich mir meiner Meinung nach ganz klar auf die Fahnen schreiben, dass man mit mir sprechen kann. Aber wenn ich über den Tisch gezogen werde, dann werde ich auch böse. Das ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Und es kann nicht sein, dass auf diese Art und Weise auch kommuniziert wird. Das geht dann auch mal raus an den Rohbauer, dass man das auf eine andere Art und Weise machen soll. Und besonders auf den Generalunternehmer. Ich würde ja ganz gerne mal mit dem Bauleiter, den wir vertraglich zugesichert haben, über die Baustelle gehen und die diversen Sachen besprechen. Das wäre doch mal angemessen, dass man das macht. Mal sehen, ob das passieren wird. Schreibt eure Meinungen rein. Bis zum nächsten. Haut rein und ciao.